In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Schritt für Schritt so eine Maske nähen könnt. Die Maske von Isa Werkel kommt ganz ohne Schnittmuster aus. Ihr braucht lediglich ein Quadrat, 20 x 20 cm aus Baumwollwebware. Das Ganze kann man auch doppelt nehmen. Ich habe hier einfach zwei aufeinander gelegt, dann ist die Maske etwas dichter. Und ihr braucht Schrägband 2 x 90 cm, die jeweils um den Kopf gebunden werden, und 2 x 10 bis 12 cm, die die Seiten schließen. Das brauchen wir erst später. Wir beginnen hier. Das Quadrat braucht ein paar Markierungen, die könnt ihr hier sehen. Wir brauchen je 1 cm von oben herunter eine Markierung und je 1 cm von unten hoch. Dort wird das Schrägband angelegt, deswegen dürfen dort keine Falten liegen. Und die Mitten der Ober- und Unterseite habe ich mir auch jeweils markiert, sodass wir später wissen, wo die langen Schrägbandteile angelegt werden. Wir beginnen bei diesem Stück mit den Falten an der Seite. Wenn euch das Ganze zu flutschig ist, dann könnt ihr jetzt schon mal zwei Steppnähte hier einfach innerhalb der Nahtzugabe, die schon enthalten ist, 1 cm herunternähen, um eure beiden Lagen zu fixieren. Wenn ihr einlagig arbeitet, braucht ihr das nicht. Und jetzt legt ihr 4 Falten auf dieser Strecke. Das macht ihr ganz nach Gusto. Ihr zwickt einfach so rein, nehmt einen knappen Zentimeter und legt euch eine Falte. Die Falte wird mit Stecknadeln oder Stoffklammern gesteckt. Es folgt die nächste Falte. Die dritte Falte. Und schließlich die vierte. Die Falten werde ich jetzt einmal vorsichtig bügeln. So sieht das gute Stück glatt gebügelt aus und so kommen jetzt die Schrägbänder an den Seiten ran. Dafür nehmt ihr die kurzen Schrägbandteile, öffnet sie und legt die aufgeklappte Kante eures Schrägbands an die offenen Kanten eurer Maske. Einmal hier an. Dann steckt ihr es fest und nehmt jeweils die Nadel eurer Falte, haltet die Falte gut fest und steckt die Nadel mit der Falte und dem Schrägband zusammen. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Mit diesen beiden Seiten geht es an die Nähmaschine. Wir nähen jeweils mitten in der Faltkante eine Naht herunter. Von hier oben bis hier unten auf beiden Seiten. Hier seht ihr die beiden Nähte. Nun kann das Schrägband umgefaltet werden. Ihr nehmt dafür einfach das Schrägband zur Hand und klappt es einmal direkt an der Naht über. Dreht das Stück und könnt das Schrägband mit der bereits vorgefalzten Kante einmal über das Stück schlagen. So haben wir hier keine offene Kante mehr sichtbar. Diese Strecke wird jetzt einmal festgesteckt und dann entlang gesteppt, um alles zu sichern. Natürlich auf beiden Seiten. Die überstehenden Kanten können einfach abgeschnitten werden. Weiter geht's mit den großen Schrägbandstücken. Die werden nun oben und unten angebracht. Dafür haben wir ja bereits die Mitten markiert und das habe ich auch mit meinem langen Schrägbandstreifen gemacht. Der ist 90 cm lang und hat einmal in der Mitte eine kleine Markierung bekommen. Mit der Markierung kann ich jetzt so wie eben vorgehen und hier Mitte auf Mitte legen und das Ganze rechts auf rechts, Kante an Kante zusammenstecken auf der gesamten Breite der Maske. Gleiches natürlich auch auf der Unterseite. Jetzt werden wieder die Nähte in den Falten gesetzt. Einmal hier oben auf der gesamten Breite und einmal unten auf der gesamten Breite. So schaut's aus und wie eben wird wieder das Schrägband um das ganze Stück gelegt. Einmal nach hinten, drüber legen und dann die Strecke komplett feststecken. Erstmal beginnen wir hier und machen dann den Rest des Bandes. Damit das Schrägband als Bindeband funktionieren kann, wird es einfach weiter aufeinander zusammengesteckt. An Anfängen und Enden des Schrägbandes wird jeweils die Kante eingeschlagen. Dafür faltet ihr das Band komplett auf, schlagt die Kante ein um einen knappen Zentimeter und legt dann das Schrägband, so wie es sein soll, wieder zusammen.
Genau so geht ihr jetzt auch mit der unteren Seite vor und alle vier Enden des Schrägbandes werden genau so gesteckt, sodass sie dann genäht werden können. Mit diesen beiden ganz langen Nähten, jeweils vom Anfang bis zum Ende des Schrägbandes, geht's jetzt an die Nähmaschine. So schaut sie fertig aus, die Maske von Isarwerke mit Schrägband. Die Bänder an den Seiten könnt ihr nun direkt hinterm Ohr einmal knoten oder durch die Länge auch ganz hinten am Kopf festbinden. Ein kleiner Tipp für die Verarbeitung vom Schrägband, gerade in diesen Passagen: zieht das Schrägband beim Nähen ruhig ein bisschen in die Länge. Schrägband gibt eben durch die schräge Webung etwas nach und wenn ihr später an diesem Band zieht, wird euch später nicht die Naht reißen, weil wir hier einen ganz normalen Geradstich benutzt haben. Insgesamt ist das eine super Variante. Ihr seht, Baumwolle, Schrägband, mehr braucht man nicht. Wenn ihr noch etwas materialsparender arbeiten wollt, könnt ihr auch an euer Schrägband hier einfach ein anderes Band anschließen oder einen Schnürsenkel anbinden. Wenn ihr hier mit dem Schrägband eine kleine Schlaufe näht, einfach so das Ganze hier zunähen, dann spart ihr euch pro Seite doch ein paar Zentimeter Schrägband und könntet an diese Schlaufen tatsächlich einfach etwas anderes anbinden und so Material sparen, denn beim letzten Gang in den Stoffladen habe ich gesehen, der Spaß war nicht mehr verfügbar. Also, das ist Variante Maske von Isarwerke.